Keine Ahnung. Fuck. Ach so, warte mal. Ich habe nur noch zwei. Ja, stimmt, ich habe nur noch zwei Leben. Verdammte Axt. Ach so. Ja, toll. Ich kann schon wieder nicht mehr schießen, weil er noch dieses scheiß Item proppt, ey. Es ist ja voll der Rotz. Und einen Schlüssel gefunden. Juhu. The Chariot. Ja, das brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr. Stimmt, ich wollte gerade eigentlich versuchen, innerhalb von 20 Minuten Marm zu machen. Das hätte doch easy funktioniert, wenn ich nicht auf einmal angefangen hätte, nach diesem scheiß Raum zu suchen. Ey, was bist du denn? Bist du geil? Okay, das könnte interessant werden. Das könnte echt interessant sein. Das könnte ein wirklich, wirklich interessantes Item sein. Damage Reduction, nice. Es kann natürlich aber auch voll scheiße sein, weil ich nicht genau weiß. Ich bin verleitet zu Timeout. Egal. Ah, warte mal, jetzt muss ich wenigstens nochmal nachlesen. Was hast du denn gesagt? Und willkommen zurück, Nina. Aber lange bin ich auch nicht mehr dabei. Das kann ich dir garantieren. Also, genau genommen ist das jetzt mein letztes. Ist jetzt wirklich mein letzter Run, weil danach gehe ich duschen und. Warte mal, da liegt Holz. Ich will das Holz haben. Hä? Wieso hat das gerade geleuchtet? Das ist seltsam. Okay. Wahrscheinlich, weil so eine scheiß Spinne da drauf stand oder so. Ich weiß nicht. Aber Nina, willkommen zurück. Bratze war völlig in Ordnung. Einen Timeout hast du noch frei. Auch wenn ich nicht weiß, warum du es jetzt getimeoutet hast. Du kannst die diese hier? Ja, das weiß ich, dass ich die steuern kann. Aber, ich meinte, ich bin gespannt darauf im Sinne von, was das Ganze an Damage machen wird. Weil das sieht schon irgendwie so nach 10 Milliarden aus. Und wenn das dann nicht gleich 10 Milliarden macht, ne, dann bin ich traurig. Oh oh. Na, verbrennen wir erstmal die Pfoten. Nice. Easy. Hä? Was haben wir denn hier? Ja, Mensch. Eigentlich wird das einsammeln und ditte und da reingehen. Ach, das funktioniert ja nicht mehr. Okay. Hab sie gewarnt, sie sollte nicht capsen. Hat sie weiterhin nicht gefallen, naja. Ach so. Ah, weiß nicht. Dieser rote Kreis hier ist übrigens meine Tränen, die ich schieße. Das sind übrigens Caps-Tränen. Alter! Es rollt einfach nur durch den Screen, alles stirbt. Okay.
blablabla. Ah, fuh. Ich hasse es, dass das Ding an der Ort angeht. Ich krieg das nie mit. Ich meine, das Ding ist übertrieben stark, aber es nervt trotzdem irgendwie. So, easy. Also, wirklich richtig easy. Ohne Witz. Das ist so ein Scheiß. Oh, Nank. Ja, wieso nicht? Das Ding macht einfach so sinnlos viel Schaden. Nyonok Krampus. Ja! Wenigstens etwas. Also wenn der Run nichts wird, ich habe jetzt Eternal Life, oder? Also der Ankh, der da unten ist, revived er mich? Oder was macht er? Keine Ahnung. Wow! Ups. Dann machen wir das halt einfach so. The Joker. Ich glaube ja fast, hier war ich schon mal. Kommt mir zumindest irgendwie so vor. Fuck. Ich krieg gerade ein wenig auf den Sack. Ach so. Dann auf den hier machen, ja? Dann kacken wir das hier da oben nochmal kaputt und gut ist. Jawoll! In solchen Räumen ist das natürlich am schönsten. Was bringst du mir? Ein Haufen Scheiß, okay. Grab doch ein Loch. Nein, ich muss erstmal den nächsten Boss töten. Na, naja, obwohl, eigentlich kann ich auch ein Loch graben. Stimmt schon. Hä, was geht denn jetzt ab? Ist ja gar nicht. Okay, jetzt ist Curse of Darkness scheinbar wirklich Darkness. Ah, ich habe hier einfach eine riesen Taschenlampe am Start, ey. Sie macht einfach alles kaputt. Also, sie macht wirklich alles. Also wirklich alles kaputt. Und wenn nicht, macht es halt irgendwie meine passive Fähigkeit, die ich irgendwo her habe. Wow! Mit sowas habe ich jetzt ja nicht gerechnet.
Lies doch mal, was ich ihm angeschrieben habe. Ich hab's gelesen. Ich hab's leise gelesen. Ja, also einfach nur gelesen, gelesen und nicht laut vorgelesen. Klappt nicht. Scheiße. Ach ja, ey. Das war aber bis dahin echt ein easy run. Das Einzige, was so blöd war, war, dass ich diese fette Träne bekommen habe. Also nicht mal wenn sich echt geil, weil es einfach eine riesige Taschenlampe ist, die du irgendwo hinleuchtest und einfach nur denkst, wo ich hinleuchte, stirbt alles. Yeah. Und was passiert? Ich sterbe. Weil ich, Idiot, die ganze Zeit natürlich mich selbst beleuchtet habe. Nein, das muss der Fehler gewesen sein. Ja, in erster Linie muss ich eigentlich nur übertrieben krass pinkeln. Das heißt, du bekommst ohnehin nichts Geileres mehr. Ja, stimmt, da hattest du recht. Deswegen. Naja, was heißt nichts Geileres mehr? Du musst auch bedenken, dass ich wirklich nur ein Herz hatte, ne? Und dann kann es schon mal vorkommen, dass man einfach mal stirbt. Ich spiele den gleich nochmal. Ja, aber ich gehe davor mal Exit Game, New Run. Oh, minus 5, Alter, das gibt's doch nicht, ey. Wen habe ich denn gerade gespielt? Azrael, oder? Ach, Azazel heißt er. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, den werde ich dann gleich mal machen. Danach, also ich muss ja irgendwie scheinbar diesen Boss-Rush-Mode reinkriegen. Macht das hier eigentlich einen Unterschied, ob ich in Hard oder Normal spiele? Weil, keine Ahnung, ich glaube, ich habe die ganze Zeit in Hard gespielt. Ja, ich spiele scheinbar immer auf hart. Ich könnte es eigentlich vielleicht auch mal auf einfach spielen. Ich weiß nicht. Also, beziehungsweise auf normal. Ich probiere gleich einfach mal auf normal. Keine Ahnung, ich sehe das erst jetzt. So bin ich halt, ne? Nein, ich glaube schon die ganze Zeit. Ich habe da nie was geändert. Würde mich wundern, wenn es seitdem auf hart ist. Und vor allem hat sich seitdem auch nichts geändert. Ich meine, das mit dem war jetzt gerade der einfachste Run. Nicht, weil er so stark ist, sondern vom Allgemeinen her war es der einfachste Run. So von der Menge an Viechern, die da war und so weiter. Win Streak, minus 5. Naja, das ist, glaube ich, das Schlechteste, was ich jemals im Stream gebracht habe. Ach, du bist so doof. Trotzdem war das jetzt der einfachste Run eben gerade. Keine Ahnung, mir scheißegal. So, ich gehe kurz pinkeln. Bis gleich.